is where we belong. So, irgendwas. Ah, okay. Herzlich willkommen zurück zum Starfield. Ich kann es jetzt einfach mal so lassen. Ich habe jetzt gerade den Bildschirm. Ist das Bildschirmschoner gewesen gerade eben? Könnt ihr euch mal ein bisschen zurücklehnen? Ich werde in der Zeit nicht viel reden. Wir sind schon auf dem Weg. Wir haben den Planeten weg. Und lasst euch ein bisschen vom Flieger ein bisschen angucken, wie er aussieht nochmal. Ich hoffe, dass wir den dann auch ein bisschen schneller hinkriegen. Also bis gleich.
da bin ich wieder zurück mit einem Insel. Also ich haben wir den Planeten hinter uns gelassen und sind jetzt unterwegs zum anderen Planeten. Wie ihr seht, können wir Gott sei Dank jetzt Dings, also ich finde es sehr geil, wie sich gerade das Spiel gibt. Also ganz ehrlich, also man sieht auch die, wie man sozusagen mit einer Geschwindigkeit fliegt. Finde ich sehr gut, haben sie sehr gut gemacht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, trotz der 30 FPS, das Spiel läuft sehr flüssig. Ich habe keine Lags gehabt. Also bis jetzt habe ich noch keine Bugs gesehen. Ich hoffe, es bleibt auch so. Dann würde ich mal auch sagen, dann gibt mir auch natürlich auch einen Daumen und ein Abo. Abo ist sozusagen, supportet mich auf jeden Fall sehr viel. Und ich werde auch natürlich sehr viele Videos natürlich bis zum 6. machen. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen Gedanken gemacht, das Projekt bis zum 6. zu machen und würde euch dann nächstes Jahr sehr viel produzieren, dass ihr auch da ein bisschen natürlich mit dem Spielstand, ich werde wahrscheinlich mit einem anderen Spielstand natürlich ein bisschen vorspielen, damit ich auch mal ein bisschen hier die Ahnung bekomme, ein bisschen da bekomme und so weiter und so fort. Forever habt ihr dann auch da ein bisschen, da habe ich auch ein bisschen mehr Informationen. Aber für das erste spiele ich es jetzt auf blind. Vielleicht spiele ich es ja auch gar nicht mehr, damit ich dann natürlich meine Sache nicht nehmen lasse. So, dann machen wir nochmal einen Boost rein, ne? Dass wir hier mal ein bisschen vorne kommen. Dann sollten wir natürlich. Warte mal, gibt's auch die Möglichkeit, dass ich da raus. Ah, okay! Cool, jetzt sieht man auch mal die Sicht. Sieht man auch mal die Sicht vom Flugzeug. Ganz cool sagen, dass sie es sehr gut gemacht haben. Also ich muss an Bildhauert mal ganz ehrlich sagen, es ist ein tolles Spiel geworden. Ich würde natürlich euch
mindestens 30 Minuten euch bis zum 6. aufnehmen, damit ihr noch ein bisschen, da habe ich noch ein bisschen Bildmaterial. Und ihr habt dann noch ein bisschen. So. So langsam kommen wir aber zu dem Planeten immer näher. So, dann kommen wir wieder ein bisschen zurück. Auch mit X reisen. Nee, also ich würde das jetzt noch durch. So wie es jetzt ist. Flieg mal einfach das erste Mal dorthin. Und bei den anderen Planeten machen wir das dann anders. Dann habt ihr auch mal ein bisschen den Überblick, wie lange es so dauern kann. Also ich muss jetzt so 5, bis der mal auf die auf den Planeten zusteuert. Da war der andere Planet noch zu sehen, wo man Dings. Aber ich wollte euch jetzt nicht so viel zeigen und so viel machen lassen, um mein Gebabbel euch das nochmal anzuhören. Schon klasse, ne? Also man kann auch ohne Dings fahren. Fliegen. Also man hat nur die Einstellung. Und sobald ich hier fertig bin, werde ich mir auf jeden Fall mal gucken, dass ich den Boost oder das Tempo ein bisschen, also den Antrieb verbessere. Weil der muss definitiv mal ein bisschen eingesetzt werden, wenn wir fliegen wollen. So, ich mache jetzt hier mal ein bisschen hin, damit wir hier mal auch mal was anderes sehen. Ich überspringe das jetzt hier. Kann man auch den Schub ein bisschen besser erhöhen. So langsam kommen wir zu dem Planeten immer näher. So. Und dann gleich auf den nächsten Schub und Feuer. Das mal doch noch mal. Ja, reißen. So.
Können wir jetzt auch mal ein bisschen lange hin? Jawohl, jetzt sind wir auch mal angekommen. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. So, die Planetansicht der Sternenkarte enthält Informationen über die Umgebung und lässt die Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Drehe den Planeten bis... Ja, das kennen wir ja. Kennen wir ja aus Mass Effect Andromeda. So, dann will ich mal sagen... So, dann werden wir das mal überspringen, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Hätte man eigentlich schon machen sollen. Inquisitor Level 1. So. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. So, das kennen wir ja aus den Trailern von... Den Scannern zufolge liegt die verlassene Forschungsanlage in dieser Richtung. Okay, also wir können sehr gut springen. Ja. Am besten wieder mit der Dings, dann sind ja auch mein Männle. Vorsichtig, Captain. Alien-Kreaturen sind oft unberechenbar. Du kannst die Kreaturen, Materialien und Pflanzen scannen, mit dem du Analysendaten und den Planeten. Ah. Nicht ab. Sollen wir den Gewebe nehmen? Ah ja, da ist die Forschungseinrichtung. X lädt man nach, auf jeden Fall. Mal kurz.
gucken, ob man hier scannen kann, weil... Okay, das ist der Skillbaum, der wird aber jetzt wenig interessant sein. So, dann nehmen wir erstmal wieder unser... Konföderation kleiner, unabhängiger Piratencrews, die alle unter denselben. Sie sind oft skrupellos und brutal. Aha. So, dann gucken wir uns erstmal hier um. Da gibt's ja schon etliche Sachen vielleicht. Vielleicht haben wir hier noch mal irgendwas, was wir plündern können. Und ich werde auf jeden Fall auch jedes Plündergut nehmen, also seid mir da bitte nicht sauer. Ein Schlagbohrer, schon mal effizient. Könnte man verkaufen zum Beispiel. Aber gut, so. Alles zusammengeklickt. Ja, ja, das ist das, was im Trailer zu sehen war. Was haben wir da? Credits? Ja, natürlich. Ein bisschen mehr Credits. Schaumstoffbecher. Wert 10. Hier ist Systemraumbehälter. Da können wir alles verkaufen. Alles, was mal nicht diege und nagelfest ist, kann alles. So. Hier kann ja die Zeitung anscheinend. So, dann wollen wir mal da reingehen, wa? So. Sind von den United Colonies. Wir sind jedoch im Freestar Collective Raum. Mutmaßlich war das also eine. Warum ging das Huhn über die Straße, hä? Deine UC-Anlage. Aber ich werde auf jeden Fall nicht alles lesen. So alles kann man verkaufen. Alles mitnehmen. Cool. Vorsicht. Schaut das hier. Scheint alles verlassen zu sein. Kisten gar keine. Alles mitnehmen. Also man kann alles mitnehmen. Okay. Da könnt ihr bitte anhalten, wenn ihr das doch mal durchlesen möchtet.